Hallo ihr Lieben, Christian Schumann, Paartherapeut bzw. Coach. Wir müssen uns heute beeilen. Ich habe nur die Liftzeitzeit. Ja, es geht um Dating-Apps und ich habe gelesen gestern, ja, dass es nicht so gut läuft für Tinder. Das hätte ich echt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Und der Tinder-Konzern hat 62% Aktienkurs verloren und scheinbar ist das Wachstum nicht mehr so oder vielleicht sogar ein Rückgang, wie man so gedacht hätte. Aber die haben ja auch noch Hinge, das kommt jetzt auch nach Deutschland. Und es gibt ja auch noch Bumble, das sind wo gerade die beiden Apps, die so richtig nach vorne kommen. Und die haben interessanterweise die Feature, die wir damals auch teilweise für Somachi angedacht hatten, Sprachnachrichten, Videos, dass nur einer anschreiben kann. Da hat mir natürlicherweise eher gesagt, dass der Mann anschreibt und nicht die Frau, wie bei Bumble. Aber da hatten wir uns auch so Sachen überlegt, aber ist ja auch egal. Ich finde es auf jeden Fall super interessant, dass da so ein Wechsel ist. Und das liegt wohl auch daran, dass Tinder so mit Hook-up-Culture in Verbindung gebracht wird. Und bei Hinge zum Beispiel kann man dazu Relationship Goals angeben. Und ja, ist ja auch der Werbespruch, die erste Dating-App, die sich selber löschen will, so ungefähr. Ich glaube da aber nicht so richtig dran, weil die verdienen halt kein Geld mehr, ne? Und wenn man nicht auf der Dating-App nicht mehr ist. Und ich weiß es nicht. Aber gut. Aber auf jeden Fall gibt es scheinbar einen Trend. Wieder nicht ganz so viel One-Night-Stands, sag ich mal. Aber das heißt jetzt scheinbar nicht mehr Beziehungen, sondern das heißt mehr Situationships. Das ist das, was früher Mingle war. Also man ist irgendwie, man nimmt sich so ein bisschen so, als wenn man in einer Beziehung ist, aber hat eigentlich keinen Commitment oder wartet mit dem Commitment. Habt ihr auch schon Situationships gehabt? Dann schreibt so gerne mal in die Kommentare. Und naja, also jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich meine, wenn das der Generation, die das jetzt so nutzt, Spaß macht, ist ja alles fein. Ist immer so die Frage, ist das jetzt, gibt's mehr Bindungsangst? Oder wenn jetzt dieser Datingmarkt, was ja, wo wir drin sind, immer mehr liberalisiert wird, das heißt, es gibt immer weniger Vorgaben, wie wir daten. Ist das dann, was sich einstellt? Mehr Situationships und dieser Graubereich zwischen committeden Beziehungen und alles scheißegal. Ich vögel alles, was mal drauf im Baum ist, nicht auf dem Baum ist. Ich weiß es nicht, könnt ihr ja mal schreiben. Aber auf jeden Fall sind das die Trends und natürlich ist auch Queer-Trend, wobei ich jetzt sagen muss, da habe ich gelesen, dass sich 4% als Queer einordnen, weil das ist ja, was schon immer so gesagt worden ist, was so eine Bevölkerung Anteil von queeren Menschen ist. Fand ich jetzt nicht besonders neu oder so. Und man kann natürlich jetzt auch Pronomen angeben und seine extra Pronomen. Ja, und natürlich auch ein beliebiges soziales Geschlecht. Und ich sag ganz ehrlich, wenn das Spaß macht, wer da Bock drauf hat, soll das machen. Und wenn das so das Richtige für Menschen ist, sollen sie es machen. Ich finde, jetzt, wenn man so eine Erwartungshaltung hat, dass jetzt jeder erstmal bei jedem erstmal die Pronomen abfragt, finde ich ein bisschen special. Ich witter da ja auch immer neben verständlichen Sachen auch immer so ein bisschen Wunsch, irgendwie was Besonderes zu sein. Aber letzten Endes muss es jeder, mein Gott, wenn das Menschen glücklich macht, dann ist ja alles gut, ne? Sag ich immer. Ja, auf jeden Fall spannend. Was denkt ihr? Wohin entwickelt sich der Datingmarkt? Also auf jeden Fall scheinen ansatzweise Beziehungen wieder auf dem Vormarsch zu sein. Jetzt frieren gerade meine Hände hier ein. Und finde ich schon spannend, dass Tinder sich da so ein bisschen verabschiedet. Scheinbar kommt die nächste Welle, ne? Gucken wir mal, was die so bringt. Aber ich finde es irgendwie auch cool, dass wir auch schon so Features da vorgesehen hatten bei Soulmatching. Ob das jetzt schade ist oder nicht schade ist, dass es nicht geklappt hat. Ja, also ich denke, das Universum wird da schon richtig entschieden haben. Ich habe auch so genug zu tun mit meinen Sachen. Und by the way, wir bieten doch wieder so ein eintägiges Liebische Praxis-Seminar an. Auf jeden Fall in München, das war schon fast ausverkauft. Das ging in 2 Tagen. Vielleicht findet es unter dem Link, der hier drunter ist, nochmal auch in Frankfurt. Das klären wir gerade. Und gibt natürlich weiter den Verlustangstdeutsch, den Frühbucherpreis und so weiter und so fort. Guck gerne mal auf Liebeschip vorbei. Und jetzt muss ich meine Hände wieder aufdauen. Ciao!